Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar, zu einem wichtigen Thema: Fachkräftesicherung in unsicheren Zeiten, Strategien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das ist eine Koproduktion, kann man sagen, mit unseren Freunden aus dem OECD-Freundeskreis. Gabriel Felbermayr, er ist auch hier vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO. Herzlich willkommen, Gabriel. Auch das IAB ist da, Lutz Bellmann. Und ja, nachdem wir zum Jahreswechsel den Deutschlandbericht und den Schweizbericht, Wirtschaftsbericht Österreich vorgestellt hatten, ist uns eben aufgefallen, wie ähnlich doch viele strukturelle Herausforderungen sind: die rasche Alterung der Bevölkerung, der Fachkräftemangel, besonders auch in ländlichen Gebieten. Alle drei Länder, die heute vertreten sind, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben eine recht hohe Erwerbsquote bei Frauen, aber eine sehr ausgeprägte Teilzeitkultur, die vielleicht auch noch Potenzial für mehr Fachkräftesicherung auf dem Gebiet ermöglicht. Und alle drei Länder profitieren, haben in der Vergangenheit viel profitiert, werden wohl auch weiter profitieren von Einwanderung, um ihre Fachkräfte zu sichern. Aber auch das hat natürlich mit der Pandemie einen Schock erlitten, mit den Grenzschließungen. Die osteuropäischen Länder schließen auch strukturell auf, was die Lohnlücke angeht. Also viele Gemeinsamkeiten und doch aber auch Unterschiede im Detail und manchmal auch unterschiedliche Herangehensweise. So dass wir dachten, wir müssen einfach die drei Länder zusammenbringen. Und wir haben das ganz große Glück, dass auch sehr hochrangig und kompetent tun zu können heute Martin Kocher, der jetzt Minister für Arbeit und Wirtschaft in Österreich ist, da, um uns erzählen zu können, was dort die Strategien sind. Aus der Schweiz begrüße ich ganz herzlich die Staatssekretärin des SECO, des Sekretariats für Wirtschaft und Arbeit, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch. Und sie wird unterstützt vom Direktor für den Bereich Arbeit, Boris Zürcher. Denn sie muss auch leider etwas früher gehen, ist natürlich viel beschäftigt. Und aus Deutschland haben wir die Staatssekretärin Leonie Gebers da. Auch sie wird unterstützt für den Fall, dass sie vielleicht früher gehen muss, und zwar von Fabian Langenbruch. Also ein großes Panel, viel, viel Fachwissen und Kompetenz. Ich freue mich da sehr drauf auf die Diskussion. Und einleiten wird jetzt meine Kollegin Monika Queisser aus dem Direktorat für Arbeit und Soziales. Sie gibt uns einen Überblick über das Bild, das sich zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Monika, du hast das Wort. Herzlichen Dank, Nicola, und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein paar Daten und aus unseren neuesten Arbeiten diskutieren können. Und ich mache jetzt gerade mal hier meinen Screenshare. Das ziehen wir jetzt hier hoch. So. Sehen alle gut, ja? Wunderbar. Okay, gut, dann geht's los. Als erste Folie habe ich Ihnen mitgebracht einen Überblick über die Mangelberufe. Was Sie hier sehen, sind die Mangelberufe, Shortage Occupations auf Englisch, die wir identifiziert haben bei der OECD. Und wir haben die eingeteilt nach Mangelberufen für hochqualifizierte, mittelqualifizierte und geringqualifizierte Arbeitskräfte. Und was Sie hier sehen, ganz rechts der rote Balken, ist der OECD-Durchschnitt. Und dann haben wir markiert Österreich, Schweiz und Deutschland. Und Sie sehen hier, dass in Deutschland, anders als in der Schweiz und Österreich, tatsächlich, oder naja, fast wie Österreich, tatsächlich alle Mangelberufe entweder für hochqualifizierte und mittelqualifizierte Arbeitskräfte sind. Also es ist ein Überschuss an Geringqualifizierten da, aber eben wir brauchen dringend in Deutschland mehr hochqualifizierte, aber auch mittelqualifizierte. Die Situation in der Schweiz ist ähnlich, aber da gibt es doch auch noch einen kleinen Mangel an Geringqualifizierten, wie Sie an den dunkelroten Spitze sehen können. Und in Österreich ganz wenig, im Prinzip ganz ähnliche Situation wie Deutschland. Und wenn Sie mal nach links gucken, da sehen Sie Finnland und die Niederlande, wo also praktisch in Finnland ist alles quasi über 90%, 95% ist der Mangel an Hochqualifizierten. Aber dann auf der rechten Seite sehen Sie Länder wie Ungarn,
aber dann auch Chile, Mexiko und in die Türkei, wo viel weniger Mangel an Hochqualifizierten herrscht und viel mehr mittelqualifiziert und geringqualifiziert Mangel herrscht. Dann haben wir uns angeguckt, wie Nicola gerade schon erwähnte, wie ist die Situation bei Frauenerwerbsarbeit, weil wir wissen ja, dass wir da im Prinzip überall in allen OECD-Ländern noch eine Lücke haben. Was Sie hier sehen, ist, dass zu alle drei Länder, die wir heute diskutieren, über OECD-Durchschnitt sind, sowohl was die Beschäftigungsquoten betrifft, also als auch, sie stehen besser da in der geschlechtsspezifischen Beschäftigungslücke. Also wenn man sich das anguckt, die Frauenerwerbstätigkeit hat ja gerade auch in Deutschland in den letzten Jahren stark zugenommen. Also könnte man, wenn man sich nur diese kleinen weißen Diamanten anguckt, könnte man schlussfolgern, dass da eigentlich vielleicht nicht mehr so viel zu holen ist, was die geschlechtsspezifischen Lücken betrifft, also das Schließen der Unterschiede zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt. Aber, das wurde ja auch schon erwähnt, es ist natürlich durchaus nicht so, wenn man sich die Stunden anguckt, dass Frauen genauso viel wie Männer arbeiten. Denn dieses hier sind ja nur die Beschäftigungsraten und wenn wir uns die Teilzeitquoten angucken, die von Frauen, das sind also hier die Frauen, die weniger als 30 Stunden pro Woche in ihrem Hauptberuf arbeiten, dann sehen wir, dass alle drei Länder, also Schweiz voran, dann Deutschland und Österreich, sehr viel mehr als im OECD-Durchschnitt, das ist wieder der rote Balken in der Mitte, sehr viel mehr Teilzeitquoten haben. Und hier haben wir natürlich enormes Potenzial noch, das auszuweiten, wenn wir mehr Arbeitskräfte haben möchten. Und wir hatten auch überlegt, leider haben wir, also hier 30 Stunden pro Woche ist ja fast schon vollzeitnah. Leider haben wir nicht OECD-vergleichend noch weniger Arbeitsstunden. Aber da, wenn man sich das nochmal für die einzelnen Länder runterbricht, dann sieht man, dass es da auch noch sehr viele Frauen gibt in allen drei Ländern, die also weit entfernt von 30 Stunden Teilzeit arbeiten. Also insofern, da ist doch einiges an Potenzial noch. Wir wissen aber auch, dass es, wenn man das jetzt gemeinsam nimmt, das Potenzial der Frauenerwerbsarbeit mit der ersten Folie, die ich Ihnen gezeigt habe, was die hochqualifizierten Mangel betrifft, dann wissen wir natürlich auch, dass wir mehr Frauen brauchen in MINT-Berufen. Wenn wir das schaffen würden, Frauen für MINT-Fächer zu begeistern, könnten wir da sehr viel mehr noch rausholen. Und Sie sehen eben hier auf dieser Folie, dass in allen Ländern die Frauen sehr viel weniger an MINT-Berufen teilnehmen als die Männer. Und dass die Lücken gerade in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland etwas weniger, aber auch nur erheblich zu den größten in den OECD-Ländern gehören. Und interessant ist zum Beispiel, wenn Sie das Land nehmen, was ganz links ist, Irland, wo das die höchste MINT-Quote bei Frauen hat, ist die geschlechtsspezifische Lücke aber immer noch enorm. Denn bei Männern ist die Quote auch extrem hoch. Also gerade in diesen Bereichen ist viel zu machen. Hat viel Potenzial auch für die Betroffenen selber, denn wir wissen, dass das die besten Gehaltschancen sind, die besten Aufstiegschancen, Karrierechancen und trotzdem ist es immer noch eine schwierige Situation und das ist auch wirklich was in allen OECD-Ländern existiert und wir reden seit Jahren drüber und so richtig die richtigen Lösungen haben wir hier noch nicht gefunden und das ist vielleicht was, was wir nachher auch diskutieren können. Nächster Punkt sind ältere Arbeitnehmer. Und das ist eine unserer beliebtesten Slides bei der OECD, muss ich sagen. Wir zeigen die immer sehr gerne und es gibt immer sehr viel Diskussion, je nachdem, wie die verschiedenen Länder in dieser Hinsicht gelagert sind. Sie sehen hier, fangen wir an mit den mittelblauen Punkten oben. Das ist die Beschäftigungsquote der 55- bis 59-Jährigen und der OECD-Durchschnitt ist diese blaue Linie, hellblaue Linie. Und da sehen Sie, dass die Länder alle drei Länder sind über dieser Linie, Österreich gerade ganz knapp. Und dann wird es aber interessant, wenn man in die Altersgruppe 60 bis 64 geht, da sieht man wirklich eine wahnsinnig große Variation zwischen den OECD-Ländern. Und da liegen also Deutschland und die Schweiz noch über dem OECD-Durchschnitt, aber Österreich ganz, ganz stark drunter. Und wenn wir dann noch in die älteren Altersgruppen gehen, dann sehen wir eben, dass da gerade in Österreich es ganz niedrig ist, zusammen mit Frankreich, Slowenien, Belgien, in Deutschland und in der Schweiz. Auch da, wenn man sich das anguckt mit den Best-Performing-Ländern auf der linken Seite, auch da ist noch sehr viel Raum drin. Wenn Sie sich nach links wieder orientieren, Island, Neuseeland und Japan, sehen Sie, dass man da durchaus bessere Sachen noch erreichen kann, bessere Zahlen.
Jetzt wird ja häufig behauptet, das sei ja alles nur eine Frage der Qualifizierung und Leute wie wir hier heute wahrscheinlich alle in diesem Seminar, da ist es kein Problem, dass wir länger arbeiten, weil wir alle interessante Jobs haben, weil wir uns unser ganzes Lebenslang weiterqualifizieren. Aber es ist durchaus nicht so, dass die Erwerbsquoten älterer Arbeitnehmer auch bei niedrig Qualifizierten in allen Ländern gering sind. Schauen Sie sich hier auch mal wie nochmal die kleinen weißen Punkte an. Und da sehen Sie, dass durchaus viele Länder es schaffen, auch Geringqualifizierte sehr hoch zu beschäftigen. Also zum Beispiel wieder linke Seite. Wir haben hier Island und Schweden zum Beispiel, aber auch Neuseeland schafft es. Und wenn Sie sich anschauen, die Beschäftigungsquoten gerade in Österreich zum Beispiel von den Hochqualifizierten, wir haben ja vorhin gesehen, wir brauchen mehr Hochqualifizierte, da kann auch noch einiges geschafft werden, wenn Sie sich die am besten performenden Länder angucken, wie zum Beispiel Island. Also wenn Österreich bei den Hochqualifizierten wie Island werden wollte, dann könnte man da noch einiges auf dem Arbeitsmarkt schaffen. Also das Talent von den Älteren muss besser genutzt werden. Wie machen wir das? Natürlich brauchen wir mehr Weiterbildungsmaßnahmen und damit eben alle qualifiziert, auf allen Qualifikationsniveaus Menschen länger am Arbeitsmarkt bleiben können. Und das darf halt auch nicht erst mit 55 passieren, sondern das muss bei früheren Altern wie 45, am besten sein ganzes Leben lang, aber es muss eben deutlich früher als kurz vor Renteneintritt passieren. Und wir sehen hier, dass die Schweiz sehr, sehr gut dasteht, gleich mit Schweden, mit der Qualifizierung, etwas weniger 2020 als 2012, aber in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich muss hier mehr getan werden, wenn wir älteren Arbeitnehmern ermöglichen wollen, länger am Arbeitsmarkt zu bleiben. Aber auch ganz grundsätzlich, denn wir sind ja mit großen Verwerfungen und Herausforderungen von den Veränderungen am Arbeitsmarkt betroffen, alle. Das heißt, wir brauchen nicht nur für Ältere, sondern für alle Mitarbeiter mehr Qualifikation. Jetzt kommen wir zur Migration. Das hat der Nikolai vorhin auch schon erwähnt. Die Beschäftigungsquoten von Einwanderern sind in Deutschland und der Schweiz überdurchschnittlich hoch im OECD-Vergleich. Das ist, Sie sehen hier, die Balken sind die Leute, die im Ausland geboren sind, und die weißen Diamanten sind, die weißen Rauten sind die Gebürtigen, also im Land Geborenen. Und da sehen Sie, dass in der Schweiz nur ein ganz geringer Abstand ist zwischen den im Ausland Geborenen und den Gebürtigen. In Deutschland etwas höher, Österreich auch ein kleiner Abstand. Also wenn Sie es im OECD-Durchschnitt angucken, dann liegen Deutschland und die Schweiz über dem OECD-Durchschnitt und Österreich gleich daneben. Also das ist sozusagen schon mal eine gute Message, dass da die Arbeitsmarktbeteiligung von Einwanderern eigentlich sehr gut ist. Trotzdem, auch wenn wir diese guten Zahlen sehen, sehen wir, dass nur die Schweiz von den drei Ländern wirklich attraktiv ist für Einwanderer. Wir haben die 10 attraktivsten OECD-Länder für hochqualifizierte Arbeitskräfte hier mal angeschaut. Und da sehen Sie, ganz an der Spitze stehen Australien und Schweden, dann die Schweiz, Deutschland auf dem 12. Platz und Österreich auf dem 17. Platz. Warum ist das so? Na, das liegt vor allen Dingen daran, dass die Fähigkeiten von Einwanderern in Deutschland, die sie in der Vergangenheit in ihren Heimatländern erworben haben, ganz wenig Wert haben. Also viele Leute, die sind überqualifiziert für die Tätigkeiten, die sie dann machen. Es gibt viele Einwanderer, die Universitätsabschlüsse haben, die dann in niedrig qualifizierten Tätigkeiten arbeiten müssen. Und jetzt will man also in Deutschland auch bei der Fachkräfteeinwanderung die eine Anerkennung vor der Einreise haben, damit man die passgenau einsetzen kann. Aber das ist wiederum eine Hürde, die international einmalig ist. Also man kann hier in Deutschland, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, viel von anderen Ländern lernen, die diese Qualifikationsniveaus anders anerkennen und die da vielleicht auch einfachere Prozesse haben, um die Attraktivität zu steigern. Es ist natürlich, gibt es eine ganze Reihe von Dingen. Sprache spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber das muss man als Bündel angucken, und da kann ich jetzt gleich einfach mal ein bisschen Werbung für meine Kollegen von der Migrationsabteilung machen, die da sehr, sehr viel anzubieten haben an Best Practices und internationalen Erfahrungen. Und jetzt komme ich zur letzten Slide. Hier habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht, die arbeitsbezogene Migration. Wir haben also, und Sie sehen, dass Deutschland, Österreich und die Schweiz hier vor allen Dingen
ihre Einwanderung gedeckt haben durch die Personenfreizügigkeit aus der Europäischen Union. Die langfristige arbeitsmarktbezogene Zuwanderung aus der EU waren im vergangenen Jahr Deutschland ungefähr 3 bis 4 Mal so hoch wie die Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten, in Österreich 5-mal so hoch und in der Schweiz sogar 20-mal so hoch. Und dann hat, also in Deutschland hat die gesteuerte Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten schon vorher durch diese Westbalkanregelung an Bedeutung gewonnen. Und das ermöglicht, also die Westbalkanregelung ermöglicht Staatsangehörigen aus eben Ländern wie Albanien, Bosnien, Herzegowina, Kosovo, Mazedonien und so weiter, unabhängig vom Qualifikationsniveau einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Aber das Problem ist natürlich, dass auch in diesen Ländern demografische Übergänge stattfinden und dass man nur begrenzt Fachkräfte erwerben kann und ohne dann auch in diesen Ländern demografische Probleme wieder zu verursachen. Also insofern stehen auch diese Länder vor einem großen Arbeitskräftebedarf und vor allen Dingen eben von qualifizierten Arbeitskräften. Und insofern kann das auch nur eine Teillösung sein, denn man muss das auch im internationalen Kontext betrachten. Damit wäre ich am Ende meiner Präsentation. Ich hoffe, dass ich Ihnen damit einen guten Überblick geben konnte und freue mich jetzt auf die Diskussion. Ja, herzlichen Dank, Monika, für diesen schönen Überblick. Nachdem ich das so gesehen habe, würde ich am liebsten als erstes mal den Blick in die Schweiz richten und die Staatssekretärin Ineichen Fleisch fragen. Also wenn ich mir diese Folien angucke, diese Daten angucke, dann sehe ich gar nicht, dass die Schweiz wirklich Probleme hat auf dem Gebiet. Trotzdem sprechen wir, Sie machen sich Gedanken, wir sprechen immer wieder über Arbeitsmarktfragen, über ältere Arbeitnehmer in den gemeinsam produzierten Wirtschaftsberichten. Ich würde von Ihnen gerne wissen, erstens, wie machen Sie das, zum Beispiel so hohe Weiterbildungsbeteiligung zu erzielen? Und dann vielleicht, was sind denn Ihre verborgenen Probleme, Herausforderungen, mit denen Sie sich jetzt beschäftigen, die wir so auf den ersten Blick noch gar nicht erkennen? Ja, vielen Dank auch meinerseits für die sehr interessante Präsentation. In der Tat, also ich glaube, die ganze Frage der Weiterbildung hat man ja gesehen, dort stehen wir sehr gut da. Das ist für uns eine Frage der Eigenverantwortung. Also wir machen aber sehr viel, also wir sagen, wie wichtig das ist, dass man im Arbeitsmarkt bleiben kann. Es gibt auch ein sehr großes Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten und eine große Flexibilität auch der Arbeitgeber, dass man das machen kann. Ich glaube, das spielt alles ein bisschen zusammen. Also Weiterbildung ist für uns außerordentlich wichtig, wie überhaupt die ganze beruflichen Fragen. Sie wissen mit der Berufsbildung, wie das ja auch unsere Kollegen in Deutschland und Österreich haben. Das ist etwas anders als viele andere Kollegen in anderen OECD-Ländern. Ich glaube, was schon noch ein wichtiges Thema ist, ist diese Teilzeitbeschäftigung der Frauen. Ich glaube, dort gibt es schon noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Also die Kinderbetreuung. Ich weiß nur, ich habe Bekannte, die haben jetzt viele ukrainische Frauen, die dann an den Schulen arbeiten, aufgenommen. Und diese ukrainischen Frauen sagen, also wenn man Kinder hat, dann kann man in der Schweiz gar nicht arbeiten. Also es gibt schon noch Fragen einer besseren eben Kinderbetreuung und damit eben die Frauen dann höhere Pensen auch arbeiten können, wenn sie das möchten. Ich denke, es ist auch ein bisschen eine Frage der Steuern. Wir haben jetzt in der nächsten Zeit auch neue Vorschläge für die Individualbesteuerung. Also es spielt einiges drin. Aber ich denke, dort besteht schon noch Verbesserungsbedarf, also auch wenn es gut ist. Sie haben angesprochen, die größten Herausforderungen. Ich denke schon, der demografische Wandel ist eine sehr große Herausforderung. Ich war zwar vor 2 Wochen in Japan und ich glaube, eine so große Herausforderung wie in Japan haben wir noch nicht, aber es ist eine sehr große Herausforderung, eben weil auch viele Fachkräfte in das Rentenalter eintreten, weil auch gleichzeitig der technische Fortschritt, die Digitalisierung höhere Anforderungen an die Fachkräfte stellt. Also ich glaube, die Demografie ist wirklich etwas, was uns in der Zukunft auch sehr, sehr beschäftigen wird. Ich glaube, damit habe ich so die wichtigsten Fragen aufgenommen. Ich weiß nicht, Boris, ob du hier noch etwas zusätzlich sagen möchtest.
Du bist ja schließlich der große Spezialist in all diesen Fragen. So, im Moment schweigt er, aber wir werden ja auch noch mehrere Runden haben. Dann machen wir da weiter. Dann würde ich mal den Minister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Kocher, bitten. Sie sind jetzt eigentlich für alles zuständig und müssen alle Probleme lösen. Aber Vorschläge für eine Arbeitsmarktreform haben Sie ja schon vorgelegt. Vielleicht können Sie das mal skizzieren und dann auch sagen, vielleicht besonders die Demografie, also man konnte ja sehen an den Daten, dass Österreich da noch mehr Potenzial hat als jetzt zum Beispiel die Schweiz. Was sind da die Hebel, die Sie in Bewegung setzen wollen, um das Potenzial auch zu heben? Ja, vielen Dank für die Präsentation, auch für die Einladung. Das war sehr eindrücklich und zeigt mich auch, wo noch Potenzial am Arbeitsmarkt ist. Das ist relativ groß in Österreich. Die zwei Bereiche, die besonders hervorstechen aus meiner Sicht, ist der Bereich der Teilzeitbeschäftigung, vor allem bei Frauen natürlich, wurde schon angesprochen von der Frau Staatssekretärin in der Schweiz, sehr ähnlich in Österreich, aber auch natürlich der Bereich älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich, wo das faktische Pensionsantrittsalter oder das Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt noch klar und im gesetzlichen Pensionsantrittsalter liegt. Jetzt glaube ich, ist bekannt, nicht bei allen vielleicht, dass in Österreich ja eine Anhebung des Frauenpensionsantrittsalters geplant ist und auch demnächst starten wird. Österreich hat immer noch ein geringeres Pensionsantrittsalter gesetzlich für Frauen als für Männer. Das liegt bei 60, bei Männern 65 Jahren. Und da wird ab 2024 jedes Jahr ein halbes Jahr länger gearbeitet, bis die Angleichung bis 2034 vollzogen ist. Das wird natürlich das Potenzial am Arbeitsmarkt erhöhen. Eine große Herausforderung ist bei Älteren in Österreich gerade die Gesundheit. Wir wissen aus vielen Vergleichen, dass Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsprävention wahrscheinlich den größten Hebel bedeuten würde. Das ist ein Teil, der nicht bei mir im Ministerium liegt, aber es gibt eine sehr gute Abstimmung. Wir haben relativ viele Projekte, wo es um altersgerechtes und altersgerechtes Arbeiten geht und eben auch um Gesundheitsvorsorge. Ich glaube, da ist noch viel Potenzial da für Österreich. Also ich glaube, wir müssen uns auf das inländische Potenzial konzentrieren. Wir werden alle natürlich auch beim ausländischen Potenzial außerhalb der Europäischen Union, außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums über spezifische Zugänge diskutieren und über Ausnahmen diskutieren in gewissen Bereichen, Pflege ist so ein Bereich, andere Bereiche. Aber uns muss klar sein, dass es um dieses Potenzial im Ausland großen Wettbewerb geben wird und dass die größeren Hebel bei den Maßnahmen liegen, die wir im Inland setzen. Oder innerhalb der Europäischen Union, ein Punkt, der noch nicht genannt wurde, der mir besonders wichtig ist, ist die Beobachtung, dass die europäischen Arbeitsmärkte zwar langsam stärker sich integrieren, dass wir aber immer noch sehr große Unterschiede haben und gerade für Österreich, wo im Tourismus, in der Gastronomie, in der Hotellerie eine besondere Knappheit entstanden ist, und das ist ungewöhnlich, das war früher nicht so, gibt es natürlich auch gleichzeitig gerade in der Wintersaison in Spanien, in Griechenland hohe Arbeitslosenzahlen. Und hier eine Verbesserung der überregionalen Vermittlung, der Information, auch des Austausches zwischen den Betrieben herzustellen, das, glaube ich, wäre durchaus ein Potenzial, das auch leichter und auch direkter anzugehen wäre, als jetzt immer auf die Drittstaaten zu schielen. Das ist schon wichtig in gewissen Bereichen, aber das ist, wir haben es gesehen im Vergleich zu den typischen Einwanderungsländern. Die Schweiz ist hier eine Ausnahme, aber Deutschland und Österreich, das sind nicht die Länder, woran Menschen aus der ganzen Welt zuerst denken, wenn sie über qualifizierten Zuzug nachdenken. Also im Inland das Potenzial, das wird in Österreich ganz entscheidend sein im nächsten Jahr. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe den Hinweis aus dem Publikum bekommen. Mir schien es auch so, dass der Ton ist nicht ganz perfekt. Vielleicht kann man das Mikro nochmal anders stellen. Dann haben wir aber, also ich habe es verstanden, aber vielleicht für die nächste Intervention wichtige Punkte. Es ist, Frau Gebers wollte ich jetzt gerne in die Diskussion holen. Und zwar, hat sich die Bundesregierung da ja auch viel vorgenommen bei der Fachkräftemangel
der Bekämpfung des Fachkräftemangels, vielmehr mit einem starken Akzent, glaube ich, auf Weiterbildung. Da haben wir auch schon viel zusammengearbeitet, aber auch Gesundheit, die eben genannt wurde. Ich glaube, da gibt es auch Pläne, da Vorsorge zu treffen. Man muss sagen, in allen drei Ländern, wir hatten jetzt schon gehört, in Deutschland und Österreich, ja, ist das das Pensionsalter von Frauen noch geringer als bei Männern. Bei allen drei Ländern sagen wir als OECD immer wieder, man sollte doch vielleicht das Renteneintrittsalter noch ein bisschen erhöhen. Allerdings ist das auch eine schwierige Reform. Deswegen würde mich das besonders interessieren, was da geplant ist bei anderen Möglichkeiten, nämlich Weiterbildung, vielleicht spezifisch auch für ältere Arbeitnehmer und Gesundheit am Arbeitsplatz, um da mehr noch die Beschäftigung noch weiter zu verbessern. Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier uns auszutauschen. Es ist ja schon spannend, auch in dem Eingangsstatement zu schauen, dass es sehr große Gemeinsamkeiten zwischen diesen drei Ländern gibt, aber dann doch auch, und das sind die Punkte, wo wir, glaube ich, auch als Bundesregierung vor allem hinschauen, da, wo wir in Deutschland dann hinter anderen Ländern auch zurückbleiben. Und da kann man dann auch ganz gut sehen und mit dem Finger drauf zeigen. Ich will vorneweg sagen, Fachkräftestrategie, ähnlich wie das der Minister Kocher auch gerade gesagt hat, wir werden alle Potenziale angehen müssen. Also es wird eine Strategie sein, die wir sowohl im Bereich der inländischen Potenziale, im Bereich Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung, Frauenerwerbstätigkeit, Erwerbsquoten von Migranten, also all die Facetten, die angeschaut worden sind, an allen Themen müssen wir arbeiten. Und wir werden sicherlich auch die ausländischen Potenziale anschauen. Und es ist ja auch, wenn man sich die Entwicklung anschaut, das ist ja auch in dem Eingangsstatement deutlich geworden, ganz klar, wir haben in Deutschland ein Allzeithoch fast, was die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anbelangt. Und das ist in den vergangenen Jahren vor allem auch aufgrund der EU-Freizügigkeit gelungen. Sprich, die Zuwanderung aus dem europäischen Ausland in unseren Arbeitsmarkt hat geholfen. Die Herausforderungen sind groß und ich will, Frau Brandt, Sie hatten auch danach gefragt, kurz auf das Thema Qualifizierung eingehen. Da ist ja spannend, dass wir da auch im Vergleich hier zu den, insbesondere zur Schweiz in Deutschland, wirklich Nachholbedarf haben, was die Quote, Teilnahmequote an Qualifizierung anbelangt. Der Koalitionsvertrag der neuen Koalition sagt, wir wollen Deutschland zu einer Weiterbildungsrepublik weiterentwickeln und werden das angehen. Zusammen mit den Unternehmen, das möchte ich immer dazu sagen, weil natürlich das Thema Fachkräftesicherung ureigenstes Interesse von Unternehmen ist und wir hier auch auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die Arbeitgeber natürlich angewiesen sind, um beim Thema Weiterbildung in Deutschland vorwärts zu kommen und natürlich auch Rahmen- und Förderbedingungen schaffen werden. Der Koalitionsvertrag sieht eine Bildungszeit vor, eine Bildungsteilzeit. Wir haben auch bestimmte Fördermöglichkeiten geschaffen für Beschäftigte in Betrieben und Regionen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind. Also all diese Dinge. Aber da muss auch ein wirklicher Kulturwandel passieren in Deutschland, deshalb die Überschrift Weiterbildungsrepublik. Und das andere, wo Deutschland bekanntermaßen hinterherhinkt und nicht, wir waren, glaube ich, Platz 17 OECD, wenn ich richtig gerechnet habe, bei der Qualifizierung. Das kann uns nicht zufriedenstellen. Und eine ähnliche Platzierung, glaube ich, war das beim Thema gesteuerte Einwanderung oder das Thema Einwanderung aus Drittstaaten. Da haben wir in der letzten Legislaturperiode mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen großen Schritt gemacht, der aber nicht reicht. Und wie es so ist, ist dieses Gesetz ja gleichzeitig mit der Pandemie und dem Schließen der Grenzen im März vor 2 Jahren in Kraft getreten. Trotzdem wissen wir, dass wir an der Stelle besser werden müssen. Beim Thema ältere Arbeitnehmer, das hatten Sie gerade angesprochen, finde ich das wichtig, lebenslanges Lernen, Qualifizierung ist genannt, aber genauso wichtig, dass wir im Bereich Gesundheitsprävention besser werden. Und da ist
das Thema psychische Erkrankungen eins, das wir stärker in den Blick nehmen wollen als Bundesregierung. Das zeigen auch alle Daten. Von daher, Sie hatten ja auch niedrig qualifizierte Beschäftigungen angesprochen. Es sind nicht nur die niedrig qualifizierten Beschäftigungen, wo Menschen zu früh aus dem Arbeitsleben raus müssen oder gehen, weil sie nicht mehr können, weil sie erkranken. Und das ist sicherlich ein Thema, was dazugehört. Eins, was noch nicht genannt worden ist, ist das Thema, und da haben wir diesen gespaltenen Arbeitsmarkt, ich kann das zumindest für Deutschland sagen, immer noch zu viel Langzeitarbeitslose. Und im Bereich der Langzeitarbeitslosen eine sehr hohe Anzahl von niedrig Qualifizierten, beziehungsweise ein großer Anteil, der über keinen Berufsabschluss verfügt. Und auch dazu wollen wir in dieser Legislaturperiode mit der Reform des Bürgergeldes Schritte gehen. Ich will es einfach mal auf den Punkt bringen, Ausbildung statt Aushilfsjobs, also mehr Qualifizierung auch in diesen Bereichen im Kontext der Grundsicherung, in dem neuen Bürgergeld, weil wir tatsächlich niemanden zurücklassen wollen. Und jetzt nur noch zwei Punkte, weil ich einfach mal die alle durchgehen wollte. Das Thema Ausbildung. Und da auch die Frage, wie das in den Nachbarländern aussieht. Aber in Deutschland haben wir schon gesehen, auch in der Pandemie, dass der Anteil abgeschlossener Ausbildungsverträge zurückgegangen ist. Wir haben da versucht, gegenzusteuern, aber das Thema duale Berufsausbildung bleibt ein wichtiges. Und wenn man die Fachkräfte im eigenen Land sucht. Und last but not least, Frauenerwerbstätigkeit. Sicherlich das Potenzial, was aus meiner Sicht relativ kurzfristig zu heben sein könnte. Wir haben aber in der Pandemie, kann ich zumindest für Deutschland sagen, und auch die ersten Studien, die es in die Richtung geht, ein Stück weit auch einen Schritt zurückgemacht, die Stichworte Homeschooling, auch Belastungen im Bereich Vereinbarkeit, Familie und Beruf, die durch die Pandemie ja nochmal sehr verschärft worden sind und wo auch Entscheidungen getroffen worden sind, individuell, die auch nicht so schnell wieder sich ändern lassen. Wir sagen also, ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass das nicht sich verfestigt, sondern dass wir da, was die Teilzeitquoten anbelangt und beziehungsweise das Arbeitszeitvolumen, dass das nicht aufgrund der Pandemie jetzt dauerhaft geringer bleibt. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ein Überblick über die Prioritäten jetzt der neuen Bundesregierung. Gabriel Felbermayr, wir hatten ja das sozusagen gemeinsam ausgeheckt, weil du auch gesagt hast, wenn man sich das mal anguckt, was arbeitsmarktpolitisch in Deutschland und in Österreich gemacht wird, ähnliche Herausforderungen, manchmal aber auch unterschiedliche Antworten, das muss man unbedingt mal sich zusammen angucken. Was sind denn für dich hier die wichtigsten Punkte? Was können die Länder, die wir heute versammelt haben, voneinander lernen? Ja, vielen Dank, Nicola, und vielen Dank für alle, die sich hier einbringen. Ich glaube, das ist ja wirklich ein zentrales Anliegen der OECD, dass wir voneinander lernen und gemeinsam die Best Practice übernehmen, sodass wir dann nicht immer alles einzeln und individuell ausprobieren müssen, was dann funktioniert und nicht. Und da gibt es schon einiges, nicht? Also ich glaube, dass die österreichische Diskussion zum Thema Arbeitsmarktreform ja schon nach Deutschland blickt, ganz automatisch, und sich fragt, was ist denn da passiert mit den Hartz-Reformen, was hat da funktioniert, was da nicht so gut funktioniert, was waren die Kosten auch, die da entstanden sind, zum Beispiel der Entwicklung eines Niedriglohnsektors. Was ist die Diskussion jetzt in Deutschland, um ja auch Teile dieser Hartz-Gesetze zu reformieren? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir hier voneinander lernen. Und ein so ein Thema zum Beispiel, das jetzt in den letzten Wochen in Österreich stark diskutiert wurde, ist die Frage, ob es einen Rechtsanspruch geben soll für Kinderbetreuung zum Beispiel. Den gibt es in Deutschland. Ich war ja selber 16 Jahre da, meine Frau und ich, wir haben davon profitiert. Nicht? Und in Österreich wird das so diskutiert, als müsste man das quasi neu hier für uns erfinden. Dabei ist der Blick nach Deutschland ein ganz guter. Und ich glaube, dass die OECD und wir auch in Forschungsinstituten da einiges leisten können, um auf die empirischen Evidenzen hinzuweisen, die es da gibt. Mein Eindruck ist, das ist anekdotischer allerdings, dass diese Rechtsansprüche in Deutschland extrem viel bewirkt haben, weil die Frauen wissen, dass sie hier ein Recht haben, auf das sie auch belasten können und nicht angewiesen sind auf den Gutwillen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern.
Was mir auch wichtig ist, glaube ich, dass wir, das gilt wahrscheinlich jetzt für alle, aber auch das ist ein OECD-Thema, dass wir die Arbeitsmarktfragen einbetten in den größeren Kontext. Nicht, das haben wir noch nicht so angesprochen, aber ich glaube, dass es schon auch steuerrechtliche Thematiken gibt in allen Ländern, ja, in Deutschland durch das Splitting im Einkommensrecht, in Österreich auch, also da haben wir kein Splitting, aber da gibt es nicht die Frage zum Beispiel, ob nicht in dem Zusammenspiel von Steuer- und Sozialversicherungsregeln die Anreize fürs Arbeiten sehr klein werden, also sehr hohe Sozialversicherungsbeiträge, höhere als in Deutschland zum Beispiel, weil die Grundsicherung aus den Arbeitslosenbeiträgen finanziert wird. Also ich glaube, auch da kann man viel voneinander lernen. Was mir auch ganz wichtig ist, ist, dass wir im Bereich Arbeitskräftemobilität besser werden. Martin Kocher hat es schon genannt. Ich glaube deswegen auch, dass genau unser Forum hier, so Dach in der OECD, besonders attraktiv ist, weil wir keine sprachlichen Barrieren haben, aber wir haben doch noch sehr hohe Mobilitätsbarrieren. Das kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung schildern und kenne das von vielen anderen auch. Das ist ein Problem, das man angehen muss, dass wir die Arbeitskräfte, die wir haben, die knapper werden in vielen Bereichen, dass wir die sehr viel besser nutzen und dass wir ihre Allokation auch verbessern, dass dort, wo die Grenzproduktivitäten, wie die Ökonomen sagen, am höchsten sind, dass dort auch die Arbeitskräfte hinwandern und nicht durch hohe Wanderungsfriktionen davon abgehalten werden. Und das ist immer noch sehr, da sind wir immer noch gar nicht gut. Ja, also das, ich glaube, da, wenn man vergleicht, wie groß die intranationalen Arbeitskräfteströme sind und wie winzig im Vergleich dazu die internationalen, also die grenzüberschreitenden sind, selbst in den Dachländern, wo die sprachlichen Barrieren klein sind, dann ist das ist enorm. Ne? Das haben wir im Handel auch, Kapitalmobilität, aber in der Arbeitskräftemobilität ist das riesig. Da reden wir von hundertfachen Unterschieden in den Wanderungspropensities. Und ich glaube, das müsste man sich genau anschauen, gemeinsam anschauen. Und letzter Punkt bei diesen Gemeinsamkeiten. Wir haben ja, wenn wir sagen, wir haben hoffentlich mehr grenzüberschreitende Arbeitsmärkte, dann wäre es auch gut, wenn man sozusagen gemeinsam auf den Drittmärkten aktiv würde, um Arbeitskräfte für diesen gemeinsamen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Eine Situation, wo man sich da gegenseitig ins Gehege kommt, wo es so einen Wettbewerb gibt um die Talente in der Welt. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist in unserem kleinräumigen Europa, sondern wenn die Bundesagentur, das AMS in Österreich zusammenarbeiten, um in Schlüsselländern zu zeigen, wie attraktiv es sein kann, bei uns zu arbeiten, dass da auch die Option für weitere Mobilität da ist, dass man, wenn man nach Österreich kommt, nicht in Österreich gefangen ist, sondern der europäische Arbeitsmarkt offen ist. Ich glaube, so ein gemeinsames Auftreten im Ausland, um den gemeinsamen Arbeitsmarkt attraktiv zu machen, das wäre schon sehr gut. Jetzt ist der Eindruck ein bisschen so, dass man immer noch sehr national auftritt und für den österreichischen Arbeitsmarkt wirbt, obwohl wir in einem gemeinsamen Binnenmarkt sind mit arbeitender Freizügigkeit. Das glaube ich, macht uns kleiner, als wir sind. Wenn die USA wandert, weiß, er geht nicht nach New York State oder nach Kalifornien, sondern er geht in die USA, hat den großen einheitlichen Arbeitsmarkt vor sich mit vielen Chancen und Möglichkeiten. Und da sind wir, das haben wir in Europa auch, aber wir müssen es noch so richtig hebeln und attraktiv machen. Das nur ein paar Gedanken, um das zu ergänzen, was schon gesagt wurde, ist ja schon, ich glaube, wir haben schon sehr viele gute und wichtige Argumente ausgetauscht. Ja, vielen herzlichen Dank. Bei dem letzten Argument würde ich am liebsten gleich einhaken und Herrn Zürcher befragen. Wir hatten ja gesehen, Sie sind unheimlich attraktiv für ausländische Arbeitskräfte in diesem OECD-Ranking, was wir gezeigt hatten. Wie gefällt Ihnen denn die Idee zu sagen, man tut sich trotzdem zusammen? Die anderen Länder, vielleicht auch die Nachbarländer, können gleich von der Schweiz lernen, wie man das macht. Und man bietet dann ausländischen Arbeitskräften von vornherein so ein gemeinsames Paket, einen gemeinsamen Arbeitsmarkt an. Würden Sie das machen oder wollen Sie lieber die gute Position auch für sich behalten? Also zuerst einmal, wir sind immer froh, wenn es unseren Nachbarn gut geht, dann geht es auch uns gut. Das ist immer schon so gewesen und das, glaube ich, wird auch in Zukunft so sein. Wir sind selbstverständlich bereit, immer alles zu teilen hier.
Ich glaube, Sie haben in der Eingangspräsentation ein Slide gezeigt, das wirklich sehr einzigartig ist für die Schweiz. Das ist nämlich die Höhe der Zuwanderung in die Schweiz. Und zwar über die Personenfreizügigkeit. Das hat verschiedene Gründe, ist ja auch mitunter ein Problem, das wir ja jetzt mit der EU haben, was die EU-Kommission, die drängt ja auf ein institutionelles Abkommen mit der Schweiz und genau das ist auch im Zentrum, nicht diese Zuwanderung, diese hohe Zuwanderung. Man muss sich das mal ein bisschen vorstellen. Das sind jährlich zwischen 50 und 60, in Spitzenzeiten waren es über 80.000 Personen, das ist absolut gesehen wenig. Aber wenn ich das jetzt vergleiche mit Deutschland, 10-mal größer, das wären jedes Jahr rein durch die Personenfreizügigkeit 800.000, 700.000 Personen, die nach Deutschland kämen. Und wir haben vorhin ja auch die Zahlen gesehen, Deutschland ist deutlich tiefer, was die Personenfreizügigkeit angeht. Wir profitieren enorm von dieser Personenfreizügigkeit, das ist keine Frage, aber sie bringt eben auch Probleme mit sich. Sie beschleunigt den Strukturwandel in der Schweiz, sie beschleunigt auch die ganzen Mobilitätsbedürfnisse innerhalb der Schweiz, Wohnbedürfnisse und so weiter. Die Schweiz ist enorm gewachsen in den letzten Jahren und hat auch einen großen und starken, intensiven Strukturwandel durchgemacht. Und ich glaube, das ist eine der zentralen Herausforderungen. Ich möchte auch die positiven Seiten ganz klar betonen. Sie haben eingangs auch erwähnt, die Demografie ist ein Problem, wie praktisch in allen Ländern hier. Natürlich lindert die Zuwanderung die demografische Herausforderung, das ist klar. Wir profitieren eben auch von einer sehr hochqualifizierten Zuwanderung, also die ist sehr bedarfsgerecht, also die entspricht den Bedürfnissen der schweizerischen Volkswirtschaft. Das sind alles die positiven Dinge. Jetzt, was die Attraktivität angeht, ich glaube, die Schweiz hat eben einen sehr liberalen Arbeitsmarkt, wenig eigentlich in Europa, abgesehen vielleicht von Luxemburg, die höchsten Löhne, die es gibt, also die höchsten Einkommen. Von daher ist es tatsächlich, wenn man diese Rankings anschaut, die Stadt Zürich, Stadt Genf und so weiter, sind immer weltweit, und das muss man sich immer wieder vorstellen, nicht nur im europäischen Maßstab, sondern auch im Weltmaßstab gehören diese Städte zu den und so weiter. Was wir tun, eine relativ geringe Besteuerung, sage ich mal, also was man kriegt auf die Hand, das kann man den größten Teil davon behalten. Also das sind sicher gewisse Dinge. Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz hässlich hier in der Schweiz zum Leben. Also das sind alles Dinge, die natürlich dazu beitragen. Aber vor allem wichtig sind natürlich hervorragende Arbeitsbedingungen und ein gutes Arbeitsklima. Und ich glaube nicht, dass man das einfach so reproduzieren kann, oder? Also das sind schwierige Faktoren, die nicht einfach so kopierbar sind, sei es jetzt aus österreichischer oder deutscher Sicht. Gut, aber trotzdem gut zu wissen. Lutz Bellmann, wir hatten die, Leonie Gebers hatte angesprochen, auch die Ausbildung, dass das, da haben wir auch viel mehrfach schon drüber gesprochen, dass das durchaus auch in der Pandemie, also sowieso kein positiver Trend, obwohl ja die duale Ausbildung, die es in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt, also sehr bewundert wird von anderen OECD-Ländern. Aber auch hier gibt es eben Probleme und die Pandemie hat die Dinge nicht erleichtert. Vielleicht kannst du noch mal drauf eingehen, was da die drei Länder voneinander lernen könnten. Wir hatten ja zum Beispiel in der Vergangenheit besprochen, dass die Schweiz ja auch relativ gut aufgestellt ist, was schon mal die digitale Ausstattung allgemein angeht. Was ist dein Gedanke dazu? Was ist da jetzt die Herausforderung bei der Aus- und vielleicht auch der Weiterbildung, die Übertragung dieser guten Verzahnung von Ausbildung und betrieblicher Ausbildung und schulischer Ausbildung, wie man das jetzt auch noch mehr in die Erwachsenenbildung reintragen kann? Ja, es wurde ja schon erwähnt in dem Eingangsvortrag, dass Deutschland sehr viel und Österreich sehr viel von der Schweiz lernen können, was die Weiterbildung angeht. Darüber hinaus können wir natürlich alle von der Schweiz lernen,
die es geschafft hat, ein sehr hohes Grad an Durchlässigkeit zu schaffen zwischen den zwischen der beruflichen und der akademischen Bildung. Auch wenn genauere Zahlen zeigen, dass der Anteil derjenigen, die da einen Spurwechsel vornehmen, doch übersichtlich ist, ist die bloße Möglichkeit natürlich eine wichtige Chance für viele und hilft natürlich auch insbesondere in den Zentren, wo der Fachkräftemangel besonders spürbar und groß ist. Was die Ausbildung angeht, gibt es sozusagen an allen Ecken Probleme. Ich hatte eben angesprochen, die Personen, die hier einen Spurwechsel vornehmen, also die von der beruflichen Bildung in die hochschulische Bildung gehen oder auch vielleicht umgekehrt. Das ist eine Seite und die wird jetzt in Deutschland immer wichtiger. Aber wir haben natürlich auch nicht nur durch die Personen, die über die Migrationsströme nach Deutschland gekommen sind, und zwar eben auch oft Fluchtmigration, eine ganz große Gruppe von denjenigen, die eben nicht ohne weiteres ins berufliche Bildungssystem einmünden können und die auf das sogenannte Übergangssystem angewiesen sind. Das ist auch zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz nicht ganz anders, aber in Österreich ist es sehr gut geregelt seit vielen Jahren durch diese sogenannte Ausbildungsgarantie. Und sicherlich gibt es auch da Bedarf nachzusteuern, zum Beispiel hier eine starke Orientierung auf die eine geregelte berufliche Erstausbildung vorzunehmen. Das ist ganz wichtig. Es ist aber auch natürlich klar, dass das deutsche System und das sehr stark industriegesellschaftlich orientiert ist. Und insofern dieser Strukturwandel natürlich und seine Bewältigung sehr wichtig sind. Und so kommen eben das Schulberufssystem in größere Schlaglicht bekommen. Aber um jetzt auch wieder den Bogen zu schlagen zur Weiterbildung, wir müssen natürlich auch sehen, dass diese berufliche Erstausbildung, die wir den jungen Menschen bieten, aber leider nicht allen, natürlich die Basis sind für die Weiterbildungsanstrengungen. Die Weiterbildung ist bis zur Covid-19-Krise in Deutschland stark gestiegen. Das ist sehr erfreulich, aber in der Krise ist eben auch hier sind bestimmte Probleme aufgetreten und ein starker Rückgang auch hier zu beklagen gewesen. Das ist aber natürlich in anderen Ländern ähnlich. Und da muss man jetzt sehen, wie man die Dinge wieder in Fahrt bekommt und Verbesserungen erreicht. Ah, herzlichen Dank. Dann will ich vielleicht noch mal nach Herrn Kocher fragen, diese Frage, die wir angesprochen hatten, die auch allen drei Ländern gemein ist, diese hohe Teilzeitquote bei Frauen und oft eben auch relativ geringe Stundenanzahl. Das kann ja doch auch ein Hemmschuh dafür sein, jetzt besonders hochqualifizierte Arbeitskräfte zu mobilisieren, weil man sich natürlich auch nicht so weiterentwickelt, wenn man in relativ jungen Jahren relativ wenig Stunden arbeitet. Wir haben auch gesehen, Sie sind jetzt ja auch Minister für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, dass man Frauen vielleicht auch noch viel mehr begeistern könnte für solche MINT-Studiengänge, dass sie eben dort auch irgendwie Beschäftigung finden, die für sie gut ist, die gut bezahlt ist, die auch Flexibilität bietet, aber die auch besonders benötigt wird. Wo sehen Sie da ein großes Potenzial, Mobilisierung von Frauen als Fachkräfte, und wo sehen Sie da die Prioritäten? Ja, vielen Dank. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser akustisch. Ich habe es hinbekommen, glaube ich. Sehr gut, danke. Also ich glaube, dass es tatsächlich ganz entscheidend ist. Gabriel Fellmann hat es angesprochen, dass wir bei der Kinderbetreuung, bei gerade der Kindererziehung auch, und da geht es nicht nur um die Kleinkindbetreuung, da geht es auch um natürlich Nachmittagsbetreuung in der Grundschule und so weiter, dass wir da vorankommen. Das ist natürlich, glaube ich, in allen Ländern ein Problem, aus historischen Gründen in allen drei Ländern, aber in Österreich ist es besonders ausgeprägt, und ich unterstütze jede Maßnahme, die uns weiterbringt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Rechtsanspruch
die einzige Maßnahme ist, aber es ist natürlich etwas, was wir im Moment diskutieren und wo es auch Möglichkeiten gibt, voranzukommen. Wir werden auf jeden Fall weiter investieren. Das wird sicher für diejenigen, die nicht Vollzeit arbeiten können oder nicht mehr als eben 20 Stunden teilweise, weil es keine Kinderbetreuung gibt, arbeiten können, eine Möglichkeit bieten. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass trotzdem auch in gewisser Weise in diesem Bereich eine, wie soll man sagen, eine historische Dimension eine Rolle spielt. Wir haben auch bei den Frauen eine Mehrheit, die Teilzeit arbeitet, die keine Kinderbetreuungspflichten hat in Österreich. Ja? Und gleichzeitig haben wir tatsächlich in Österreich bei Frauen und Mädchen mittlerweile eine bessere Bildung im Durchschnitt als bei Männern. Das heißt, wir vergeben ein Potenzial jetzt insgesamt und dann natürlich noch zusätzlich in gewissen Bereichen, wo besonders großer Fachkräftebedarf ist, im Bereich von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik und ähnliche Bereichen, wo die Frauenquoten besonders gering sind. Wir haben eine Reihe von Programmen, die gerade hier versuchen, die Frauenbeteiligungen zu erhöhen, Mädchen in diese Ausbildungen zu bringen, ist ein großer Schwerpunkt von mir, aber auch von anderen Ministerien in Österreich. Es ist eine sehr schwierige Aufgabe, es dauert. Ich glaube, wir müssen einfach überkommene Stereotype, die es immer noch gibt, etwas in den Hintergrund rücken und drängen und versuchen, das stark auch im Kopf, vor allem der Eltern, zu verankern. Wir haben immer noch gerade im Lehrberuf bei den Mädchen einen Fokus auf 3, 4 Berufe, die vor 30, 40 Jahren auch schon die beliebtesten Berufe waren und gerade Berufe sind, wo die Einkommenssituation später nicht so gut ist und wo es auch noch immer relativ hohe Arbeitslosigkeit gibt, wohingegen im technischen Beruf, im Handwerk natürlich eine ganz große Knappheit herrscht und viel mehr Lehrstellen verfügbar sind als Lehrstellensuchende. Also eine große Aufgabe, aber es geht auch, glaube ich, darum festzustellen, dass es eine gesellschaftliche Aufgabe ist, nicht rein eine politische Aufgabe. Aber wir werden es weiter in allen Gesellschaften diskutieren und wir sehen ja auch in der Diskussion in der Schweiz und in Deutschland vor allem, die kenne ich ein bisschen besser, dass das uns seit Jahrzehnten beschäftigt und weiter beschäftigen wird. Ich hoffe sehr, dass wir mehr Tempo aufnehmen können, was diese Diskussion betrifft. Ja, danke. Bei dem Thema will ich gleich doch nochmal weitermachen. Bei Ihnen, Frau Gebers, kamen auch Fragen im Publikum schon. Ja, jetzt der Ausbau Kinderbetreuung. Es geht ja vor allen Dingen auch um Kinderbetreuung von hoher Qualität. Das ist ja das, was Familien auch dazu bringt, mehr Arbeit sozusagen anzubieten, wird ja seinerseits auch gehemmt durch Fachkräftemangel auf dem Gebiet. Da wäre meine Frage, was sind da so die Ansatzpunkte, die Sie sich vorstellen? Und dann hatten Sie gesagt, naja, in der Pandemie sind jetzt viele Frauen wahrscheinlich hauptsächlich oder Eltern dann doch auf Teilzeit gegangen, haben Stunden reduziert, sich vielleicht auf dem Arbeitsmarkt zurückgezogen, haben gesagt, das ist eine individuelle Entscheidung. Aber die Frage ist, gut, das waren ja auch Schulen und Kitas durchaus länger geschlossen, auch länger als in anderen Ländern wie in der Schweiz. Vielleicht hat das auch beigetragen. Aber die Frage ist jetzt nach vorne blickend, was kann man denn dann tun, dass Sie sagten, das darf sich nicht verfestigen. Wie kann man das verhindern mit den Politikmaßnahmen, die die Bundesländer? Ja, ganz herzlichen Dank. Ich will noch mal, weil das vorhin stehen geblieben ist beim Renteneintrittsalter. Ich hatte nämlich einfach nicht mehr im Kopf, seit wann das in Deutschland gleich ist und vielleicht damit alle teilhaben. Seit 1999 habe ich jetzt noch mal nachgeschaut. Ich konnte mich nämlich daran erinnern, dass ich damals auch schon für die Bundesregierung, damals für das Bundesfamilienministerium gearbeitet habe, wusste aber das Jahr nicht mehr. Von daher, und auch wenn man sich die tatsächlichen Eintritte anschaut, dann hat sich tatsächlich auch die Frauenerwerbsquote bei den älteren Frauen sehr stark angeglichen in den letzten Jahren in Deutschland. Das einfach nochmal zur Empirie, aber das werden Sie bei der OECD besser im Blick haben. Aber das wollte ich einfach nochmal einbringen, weil mir zumindest nicht klar war, dass das in Österreich noch anders ist und man ja dann auch manchmal sieht, wie gewisse Reformen dann auch ihre Wirkung haben. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle sagen. Umso wichtiger ist das Thema, dass sich
den wirklich gut nachzuvollziehen war. Deshalb habe ich das vorhin gesagt, individuelle Entscheidungen. Ich glaube, wir sind in Deutschland Spitzenreiter gewesen, was das Ausfallen oder Schließen von Schulen anbelangte und Kitas in der Pandemie. Und dass so eine Entscheidung dann dass sie nicht dauerhaft ist, daran muss uns allen liegen. Wir haben da natürlich die Zuständigkeit der Länder, was die Kinderbetreuung anbelangt. Jetzt mit Unterstützung natürlich der Programme der Bundesregierung zum Ausbau auch der Ganztages-Kinderbetreuung. Das ist ganz sicherlich wichtig. Und ich habe im Chat die Frage gesehen und darauf wollten Sie auch, glaube ich, anspielen. Frau Burkhardt hatte danach gefragt, weil ich das Thema Ausbildung angesprochen habe. Ganz klar, da gilt wie bei allen diesen Themen nicht ein Entweder-Oder. Ich glaube, es ist nicht gut, die duale Berufsausbildung und die schulische Ausbildung in irgendeiner Form auszuspielen. Wir brauchen auch bei den Berufen, die über eine schulische Ausbildung sind, die Fachkräfte. Ich hatte die duale Berufsausbildung deshalb auch nochmal genannt, weil da aus meiner Sicht der Einbruch bei den Ausbildungsverträgen stärker war als bei den schulischen. Aber die Fachkräfte, Stichwort Erzieherinnen, aber auch andere Berufe, die nicht in der dualen Berufsausbildung gelernt werden, sind genauso groß und auch da muss es Anstrengungen geben. In unserem föderalen System gehört dann aber natürlich der kleine Absatz dazu, dass für die meisten schulischen Berufe wiederum die Bundesländer zuständig sind, genauso wie, wie für das Bildungssystem. Von daher haben wir das im Blick, aber noch stärker im Bereich der Länder. Das vielleicht hierzu, dass an dieser ganzen Schnittstelle auch Schule zu Berufsausbildung, das ist sicherlich auch ein ganz spannender Punkt. Wir hatten das Thema Ausbildungsgarantie. Herr Bellmann hat das auch ein Stück weit nochmal gesagt. Das will ich einfach nochmal ergänzen, damit wir nicht immer alles doppelt sagen. Das ist in Deutschland mit den 16 Bundesländern und diese Schnittstelle ist natürlich auch immer nochmal eine andere Herausforderung vielleicht als in den Nachbarländern. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Und der Punkt ist natürlich interessant, weil wir den, da möchte ich dich vielleicht nochmal mit einbeziehen, Monika. Frau Gebers hatte gesagt, das ist schon länger so, dass sich Rentenalter angeglichen hat in Deutschland für Männer und Frauen. Und man sieht auch, dass das Effekte hat auf die Beschäftigung älterer Frauen. Und wie ich schon sagte, das ist ja so eine Reform, die wir immer wieder anpreisen bei den Ländern, durchaus das Renteneintrittsalter anzuheben, die allerdings auch eben schwer umzusetzen ist. Würdest du sagen, als Rentenexpertin, dass das wirklich ein ganz entscheidender Hebel ist oder gibt es noch andere Möglichkeiten, wenn der Weg verschlossen ist, sozusagen aufgrund politischer Widerstände? Also es ist ein wichtiger Hebel, das ist gar keine Frage, weil wir sehen einfach, wenn man die Korrelation sieht zwischen den normalen normalen Rentenaltern in den verschiedenen Ländern und der Arbeitsmarktbeteiligung älterer, da sieht man ganz deutlich, dass das schon miteinander zusammenhängt. Wenn man aber zum Beispiel diese Unterschiede, die es ja noch in ein paar Ländern gibt, zwischen Frauen und Männern beim Renteneintrittsalter betrachtet, dann muss man deutlich sagen, das ist gut gemeint, aber es ist nicht unbedingt was den Frauen hilft. Denn wir wissen ja, dass jedenfalls in unseren Rentensystemen, wo man immer Beiträge gezahlt haben muss, wir sind ja nicht wie Neuseeland, wo jeder dasselbe kriegt mit 65, und der Rest ist privat, sondern wir haben in allen drei Ländern haben wir Rentenversicherungssysteme, wo es eine ganz starke Beitragsleistungsbindung gibt. Sogar in der Schweiz, wo sie ja die erste Säule, die AHV haben, aber eben dann die verpflichtende arbeitgeberbasierte Zusatzsicherung. Da muss man Beiträge zahlen. Und wenn man das nicht tut, weil man eben entweder Teilzeit arbeitet oder weil man lange Auszeiten hat, durch Kinderbetreuung, ein paar Jahre geht es. Und alle Rentenversicherungssysteme im Prinzip in OECD-Ländern bauen da ganz gut vor, dass zumindest ein paar Jahre das nicht so einen großen Effekt hat. Aber wenn man das zu lange macht und wenn man danach entweder gar nicht zurückkommt oder nur Teilzeit zurückkommt, hat das eben ganz deutliche Auswirkungen auf das Rentenniveau. Und wenn man zusätzlich noch früher in Rente gehen kann und das dann auch tut, dann fehlen diese zusätzlichen Jahre eben auch noch. Also deswegen muss man sagen, dass das, was eigentlich für Frauen gut gemeint war, als Schuss nach hinten losgehen kann
und insofern Frauen eben wie Männer auch ihre eigenen Ansprüche erwerben müssen. Und das ist ein Thema, was wir noch gar nicht beleuchtet haben. Es kommt ja dazu auch eine, ja, wie wir sagen, das Social Change, sagen wir bei der OECD immer, aber wir meinen damit eigentlich, dass natürlich die Familien auch nicht mehr so stabil sind, dass viele Frauen eben geplant hatten, zu Hause oder viel Zeit zu Hause mit den Kindern zu bringen und nachher zusammen zu bleiben, und dann gibt es doch in allen Ländern erhöhte Scheidungsraten und plötzlich finden die Frauen sich alleine wieder und all diese Jahre zählen dann noch viel mehr. Also insofern, glaube ich, müssen wir im Hinblick, und das machen eben die skandinavischen Länder ganz anders, vorhin wurde erwähnt, Steuersysteme, Individualisierung von Steuersystemen, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die Frauen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass das mit der Familie schon irgendwie so weiter klappt, sondern dass wir eine stärkere Individualisierung von den Ansprüchen und auch dem Steuersystem haben müssen. Und das gibt natürlich dann auch wieder Incentives zur größeren Arbeitsmarktbeteiligung. Dankeschön, Monika. Und ich habe jetzt eine Frage aus dem Chat, die ich leider nicht wiederfinde, deswegen kann ich nicht sagen, wer es gesagt hat, aber ich fand, die war auf jeden Fall für dich, Gabriel. Und da kam nämlich die Frage, naja, Fachkräftemangel, darüber klagen ja die Unternehmen in allen drei Ländern sehr stark, aber warum zahlen sie denn dann nicht einfach höhere Löhne? Es wird jetzt natürlich noch mehr ein Thema mit der Inflation durch den Energieschock und so, aber trotzdem die Frage an dich, wieso muss die Politik da so viel drüber debattieren? Reicht es nicht? Müssen sich nicht auch Arbeitgeber, die Unternehmen da irgendwie anpassen? Und wenn sie es täten, wäre... Ja, vielen Dank, Nicola. Na, ich glaube, es ist ganz klar, dass es drei Interessensgruppen braucht, die sich hier engagieren müssen. Oder Interessensgruppe ist das falsche Wort, aber der Staat muss natürlich auch dabei sein mit den institutionellen Rahmenbedingungen und so weiter. Das ist klar, dass es da eine wirtschaftspolitische Komponente gibt. Dann brauchen wir aber sicherlich auch die Arbeitgeber, das ist ganz klar, sage ich gleich noch was dazu. Und es gibt auch, das hat der Martin Koch ja angesprochen, auch die kulturelle Komponente, die ist sehr stark. Das sind sozusagen diese impliziten Institutionen, Familie, Kultur, das, was noch übrig ist von unserem Kirche und das, ne? Das prägt sehr. Und da, ich glaube, alle müssen sozusagen jetzt umgehen lernen mit dem neuen Paradigma, in dem wir jetzt sind, dass wir nicht mehr so stark bedroht sind durch Massenarbeitslosigkeit, sondern eher bedroht sind, dass es viele offene Jobs gibt, die wir nicht füllen können. Kritische offene Jobs häufig, wo wir dringend angewiesen sind, dass sie gefüllt werden. Ich denke mal an den Klimawandel, der muss ja umgesetzt werden. Da braucht es ganz viel auch Arbeitskräfte, die das leisten. Der demografische Wandel verknappt nicht nur die Arbeitskräfte, sondern er verursacht auch zusätzliche Arbeitsnachfrage in vielen Jobs und so weiter. Nicht? Also ich glaube, diese Dringlichkeit, die muss erst so richtig ankommen, und auch, das ist mein Eindruck, bei vielen Arbeitgeberverbänden und in vielen Unternehmen ist das noch nicht so ganz klar. Das ist ihnen noch nicht so ganz bewusst. Das ist jetzt ein neues Paradigma und es ist vorbei mit den Zeiten, wo es ein großes Pool von unbeschäftigten oder unterbeschäftigten oder nicht beschäftigten Menschen gibt, wo man sozusagen ein Angebot machen kann, auch ein so ein halbgutes, und trotzdem sehr viel Stellenbewerber bekommt. Und da, wenn man so hineinhört in die Unternehmen und auch in die Verbände, dann denken die schon sehr viel darüber nach. Ja? Also vielleicht noch nicht genug, aber sehr viel darüber nach, wie insgesamt das Package besser werden kann. Und das ist ja nicht nur der Lohn. Nicht? Also das ist vielleicht auch so ein Learning der letzten paar Jahre, auch aus der Forschung, dass die Attraktivität eines Arbeitsplatzes sich nicht allein daran bemisst, ob da jetzt ein hoher oder niedriger Lohn bezahlt wird, sondern es geht eben auch sehr stark Flexibilität um eine Life-Work-Balance, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um die Frage, dass wir kann man Homeoffice einbauen in einen Berufsalltag und trotzdem Karriere machen und all diese Dinge. Und ich glaube, da tut sich schon was. Jedenfalls ist der Wettbewerb um Arbeitskräfte sicherlich sehr viel höher jetzt, und die Unternehmen werden, da vertraue ich dann schon auf die Marktkräfte, sich anstrengen müssen, damit sie gute Leute halten und neue Leute gewinnen. Und das wird auf den Arbeitsmärkten sicherlich für einen Lohndruck sorgen. Ne? Das ist klar. Und in allen Segmenten, nicht? Also in den USA können wir das ja schon erkennen, ne? Die Löhne dort auch in den niedrig qualifizierten Bereichen in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind, auch als Reaktion auf Knappheiten. Und das wird bei uns schon auch passieren. Nicht? Und was es eben braucht, ist ein breiterer Wandel des Mindsets. Und das ist vielleicht noch
da kann auch die Politik helfen, da können wir auch helfen, die OECD und die Wirtschaftsforschungsinstitute hinzuweisen, dass es hier, dass wir hier in einem neuen, in ein neues System kommen, dass das anders ist. Und vielleicht eine Sache noch, weil wir über die Rolle der Arbeitgeber gesprochen haben. Ja, höhere Löhne und so weiter und bessere Jobs oder bessere Jobsbedingungen. Aber was wir ganz stark sehen, ist, dass Urkundsche Gesetz nicht mehr so greift wie früher. Also dass makroökonomische Schwankungen, Schwankungen in der aggregierten Nachfrage, sich nicht mehr so stark übersetzen in auf dem Arbeitsmarkt in Arbeitslosenraten. Nicht? Und das zeigt ja schon, dass es ein viel stärkeres Labor Hoarding gibt als früher. Die Arbeitgeber behalten sich Arbeitskräfte, die sie vielleicht früher freigesetzt hätten. Und da merkt man schon sozusagen eine Reaktion. Das ist auch etwas, das viele Arbeitnehmer wahrscheinlich gut finden, dass es neben der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung auch eine implizite Versicherung gibt in den Unternehmen über dieses Labor Hoarding. Und das ist ganz sicher mehr geworden und verstärkt schon jetzt, glaube ich, Verhandlungsmacht von Arbeitnehmern auf dem Markt und sozusagen die eine implizite ein impliziter Teil einer Entlohnung auch. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick in den Markt. Herr Zürcher, ich wollte noch mal einen Punkt aufgreifen, den Leonie Gebers gemacht hatte, also mit der Schwierigkeit in föderalen Systemen auch manchmal die Politik zu koordinieren. Und in der Schweiz spezifisch, also zwei Dinge, Probleme, Herausforderungen, die wir doch immer ansprechen, ist A, die Kinderbetreuung, die auch die Staatssekretärin schon genannt hatte, die ist sehr teuer in der Schweiz und vielleicht auch nicht immer so verfügbar. Aber ist natürlich auch Kantonssache. Also da ist dann die Frage, wie Sie als Bund sozusagen da helfen und eingreifen können. Und vielleicht was Ähnliches auch bei der Arbeitsvermittlung. Das ist ja auch so eine Sache, über die Sie sich Gedanken machen, gerade bei älteren Arbeitnehmern, wenn die dann doch mal arbeitslos werden, dann dauert es eben doch manchmal länger. Wir hatten über Langzeitarbeitslosigkeit schon gesprochen, dass sie was Neues finden. Und ich glaube, auch da sind die Kantone zuständig. Also wie koordinieren Sie das zum einen? Und vielleicht auch haben Sie da auch schon so ein System, dass die Kantone eben zusammenkommen können und dann besonders gute Lösungen auch teilen, sodass sie sich weiter verbreiten, wenn man das lokal gefunden hat. Ja, also eben, es gibt Bundesgesetze, da müssen die Kantone das machen, was natürlich im Bundesgesetz drin ist. Das ist beispielsweise die öffentliche Arbeitsvermittlung, das beaufsichtigen wir auch. Und man kann sich das tatsächlich, und ich glaube, das ist ein Erfolgsfaktor oder ein wichtiges Element des schweizerischen Erfolges. Wir haben dann 26 Kantone, die unterschiedlich zum Teil, es gibt dann gewisse Spielräume, in denen die Kantone dann diese Bundesgesetze umsetzen können. Und wir benchmarken die natürlich. Wir schauen, wer ist jetzt der Beste, wer erzielt die beste Wirkung. Und das gibt schon dann etwas Wettbewerb zwischen den verschiedenen Vollzugsbehörden in den Kantonen. Und ich glaube, das ist immer sehr stimulierend und dient eben auch der Innovation in diesem Bereich. Also das ist, was beispielsweise jetzt die öffentliche Arbeitsvermittlung angeht. Vielleicht ganz generell, was die Fachkräfteknappheit angeht. Ja, es wurde vorhin schon gesagt, oder? Also wir erachten es nicht als unsere Aufgabe, den Unternehmen fixfertig bereit, oder die Fachkräfte hinzustellen. Was der Bund und insbesondere auch die Kantone machen, das ist natürlich die Grundbildung, die Grundkompetenzen. Die werden vermittelt, aber dann, was alles Weiterbildung angeht, das ist wesentlich, ist das eine Sache der Arbeitgeber selbst, die eben nach ihren spezifischen Bedürfnissen dann auch diese Weiterbildungen organisieren, diese Berufsverbände, diese Fachverbände und so weiter. Also das ist die Koordination des Bundes ist eigentlich nur dort vorgesehen, wo er explizit auch die Kompetenz hat. Also es gibt viele Dinge, wo eben der Bund keine Kompetenz, Koordinationskompetenz hat in dem Sinne. Und das scheint mir auch gut. Also eben die Kantone, die in ihren Bereichen eben dann den Vollzug machen, die stehen, wir haben einen ausgeprägten Standortwettbewerb. Sie wissen das vielleicht auch. Wir haben Steuerwettbewerb, also die Steuern sind nicht überall gleich, sondern die sind bis auf die Kommunen hinunter sind die ausdifferenziert. Und das schafft eben auch einen Wettbewerb zwischen den verschiedenen öffentlichen Körperschaften.
nicht zuletzt eben auch Attraktivität für Arbeitskräfte, Attraktivität als Wohnraum und so weiter. Also das, glaube ich, das ist effektiv quasi das Pendant zur Eidgenossenschaft, oder, wo man eben gemeinsam arbeitet, auf der anderen Seite dann eben dieses wettbewerbliche Element. Vielen herzlichen Dank. Und Herr Kocher, jetzt würde ich einen Einwurf sozusagen aus dem Publikum mal gern mit Ihnen aufnehmen. Also das zeigt, wurde gesagt, ja, man setzt so sehr auf Migration von weit her. Was ist denn mit den Grenzpendlern? Das müsste man doch auch noch mehr nutzen. Aber ja, es ist ja nicht nur auf Grenzpendler bezogen, aber jetzt in Deutschland steigt jetzt auch der Mindestlohn relativ deutlich. Und zum Beispiel die Gastronomie in Österreich, die hat jetzt sowieso mit akutem Fachkräftemangel verstärkt durch die Pandemie zu tun. Das ist vielleicht ja auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, dieses Zusammenspiel benachbarter Arbeitsmärkte. Wie sehen Sie das? Wie blicken Sie darauf und wie reagieren Sie? Ja, Gabriel Zellermann hat schon angesprochen, wir sehen natürlich jetzt einen gewissen Paradigmenwechsel. Wir werden aufgrund der demografischen Entwicklung und aufgrund des großen Arbeits- und Fachkräftebedarfs in einigen Bereichen natürlich noch stärker auch Wettbewerb sehen zwischen den Staaten. Jetzt glaube ich, dass der Mindestlohn in Deutschland für sich alleine genommen keine ganz großen Auswirkungen haben wird auf Österreich, weil wir ja relativ gute Kollektivvertragsabdeckung haben mit 98% und die meisten Kollektivverträge ein Minimum von 1.700 Euro im Monat 14 Mal im Jahr vorsehen. Das ist also nicht mehr allzu weit entfernt oder fast gleich hoch, je nachdem, wie man es auch bewertet, brutto und netto, als die 12 Euro Mindestlohn in Deutschland. Das heißt, die Maßnahme an sich alleine ist nicht so entscheidend für Österreich, aber wir werden wahrscheinlich auch mehr über Zahlungen sehen. Wir haben das Phänomen des Holdings, Gabriel Feldmanns, angesprochen. Und das heißt, dass da natürlich auch in diesem Bereich, wo lange die Löhne sehr, sehr wenig gestiegen sind und wir eigentlich aufgrund der Digitalisierung und aufgrund der Globalisierung immer ein großes Armutsrisiko auch gesehen haben, dass sich da die Löhne entwickeln werden. Weil die Frage, das hat welche Konsequenzen auf die Preise auf den Märkten. Wir werden sehen, wie sich das auswirkt. Aber es ist klar, dass das aus meiner Sicht auch einer der strukturellen Treiber der Preisentwicklung der nächsten Jahre sein kann, weil damit natürlich insgesamt, also nicht nur in den Bereichen, wo die Preise jetzt über Energiepreise importiert steigen, sondern insgesamt über Dienstleistungspreise, Preise in den Bereichen, wo die Personalkosten einen hohen Anteil haben, damit steigen werden. Und das ist einfach so, aber es muss, glaube ich, klar gesagt werden. Das wird natürlich auch Berücksichtigung finden müssen, wenn da Geldpolitik darauf reagieren werden muss. Vielen herzlichen Dank. Leonie Gebers, ich würde jetzt gerne noch mal auf was zurückkommen, was Sie im Eingangsstatement gesagt hatten, nämlich Deutschland soll eine Weiterbildungsrepublik werden. Und wir hatten ja auch gesehen, da gibt es auch noch Nachholbedarf. Aber Weiterbildungsrepublik, was heißt das denn jetzt genau? Wo sind die Hebel? Im Chat kam auch immer wieder, gut, das ist ein bisschen was anderes. Ja. Ausbildungsgarantie hat erzeugt großes Interesse. Aber wie sieht es bei der Weiterbildung aus, bei der Mobilisierung zur Weiterbildung, das zu ermöglichen, dass es gemacht wird, aber auch dafür zu werben? Da geht es ja auch besonders um geringer qualifizierte Personen. Da glaube ich, kann auch selbst die Schweiz noch mehr machen. Was sind da die? Ja, ich habe gerade auch noch mal in den Chat geguckt. Das Thema Ausbildung spielt da ja nach wie vor eine Rolle. Das ist auch schon gesagt worden. Also die Ausbildung als eine wichtige Grundlage, um darauf aufbauend dann zu einem späteren Zeitpunkt im Berufsleben sich weiterzubilden und zu qualifizieren. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und also wir haben in Deutschland überall Nachholbedarf, aber natürlich bei den Geringqualifizierten noch stärker als bei Menschen mit Qualifizierung. Also die Weiterbildungsneigung ist da niedriger. Ich habe in meinem Eingangsstatement, weil das wird oftmals vergessen, das angesprochen, was wir im Bereich des Bürgergelds für Langzeitarbeitslose auch machen wollen. Auch da spielt das Thema Qualifizierung eine wichtige Rolle. Wir haben das Thema der Bildungszeit oder auch Bildungsteilzeit
als ein individueller Anspruch für Qualifizierung, was wir in dieser Legislaturperiode gesetzlich umsetzen wollen. Und wir haben insgesamt eine Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung. Und da gilt, glaube ich, das, was wir auch für das Thema vorhin Erwerbstätigkeit von Frauen gesprochen haben. Es hat auch mit einer Weiterbildungskultur zu tun, die man braucht. Eine Offenheit auch von Arbeitgebern, selber in Qualifizierung und Weiterbildung der eigenen Beschäftigten zu investieren. Das passiert, das muss noch stärker passieren, aber eben auch bei Umbrüchen im Bereich, wenn Strukturwandel passiert, wenn Beschäftigungen sich verändern, auch da dann in Qualifizierung und Weiterbildung zu investieren und auch bei den Arbeitnehmern. Also ich weiß nicht, wie das in den anderen deutschsprachigen Ländern ist, aber das, der Begriff des lebenslangen Lernens ist mein Eindruck, manchmal ist schon sehr nah an diesem lebenslänglich und ist also ist jetzt nicht unbedingt ein positiv besetzter Begriff. Von daher brauchen wir eine Weiterbildungskultur. Ein letzter Punkt, da habe ich vorhin aufgehört bei den Berichten aus der Schweiz, ist sicherlich auch die Angebotsseite. Also die Frage, welche Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote gibt es und passen die zu den Bedarfen sowohl, also insbesondere der Beschäftigten, aber eben auch das, wohin sich die Wirtschaft entwickelt. Das ist sicherlich auch ein Thema, was wir uns auch anschauen müssen. Also auch die Frage, wie die Institutionen der Bildung, also auch die Hochschulen, die Fachhochschulen, was für eine Rolle können die im Bereich der Qualifizierung und Weiterbildung spielen? Da würde mich auch interessieren, ob wir da aus anderen Ländern etwas lernen können. Also für meine Begriffe sind wir da in Deutschland im Moment sehr vorsichtig. Also und da könnte auch noch mehr tatsächlich an den Bildungsinstitutionen, sprich Universitäten, Fachhochschulen, aus meiner Sicht passieren, dass wir auch Angebote haben, die dann gefüllt werden, um große Schritte in Richtung Weiterbildungsrepublik machen zu können. Ja, aber das ist doch ein schöner Ansatzpunkt. Da frage ich gleich mal die anderen Länder. Vielleicht Herr Zürcher, welche Rolle spielen denn Fachhochschulen, Hochschulen bei der Weiterbildung? Ist das ein wichtiger Anbieter? Und gibt es auch diese, also ja, ich würde sagen, in Deutschland und Österreich ist es doch immer noch so sehr stark eine Ausbildung und davon zehrt man dann ein ganzes Leben lang. Ist es ähnlich in der Schweiz oder wird lebenslanges Lernen als lebenslänglich eingestuft oder gibt es schon so eine Kultur, dass man auch mal zurück in die Uni geht oder zu einer anderen Weiterbildungsinstitution, um das Arbeitsleben zu bereichern? Nein, ich glaube, es wurde gesagt, nicht? Die Kultur ist absolut entscheidend. Ich pendle ab und zu mit dem Zug, Bern, Zürich, eine Stunde. Man sieht wirklich die Leute, die sitzen hinter ihren Lernbüchern, die haben Videos dabei und so weiter. Also die bilden sich permanent weiter. Es muss sich natürlich auch lohnen, oder? Die Anreize müssen korrekt sein. Das heißt, in Weiterbildung muss dann entsprechend auch honoriert werden. Aber von der Bildungslandschaft her, glaube ich schon, wir kommen aus einem ähnlichen System wie Deutschland, Österreich mit der dualen Bildung. Ich habe beispielsweise eine Maschinenzeichnerlehre ursprünglich gemacht. Das zeigt eben, die verschiedenen Bildungssilos, sage ich mal, sind sehr permeabel. Und das ist, glaube ich, ja eine ganz wichtige Voraussetzung, eben, dass man beispielsweise von einer Lehre dann doch noch irgendwie einen tertiären Abschluss erreichen kann, oder? Das ist, glaube ich, entscheidend. Und eben, was am Schluss wirklich zählt, das sind die Grundkompetenzen, das muss gut vermittelt sein. Was die Weiterbildung dann angeht, das ist oft eben die Berufsverbände, die reagieren sehr schnell. Ich gebe ein Beispiel, wenn irgendwie in der Buchhaltungsregelung, oder diese neuen Buchhaltungsregeln, wenn irgendetwas auf internationaler Ebene ändert, dann nehmen das die Berufsverbände sofort auf und bereits ein paar Tage später gibt es Kurse dazu, oder? Und das ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, dass eben sehr nahe an den Bedürfnissen auch weitergebildet wird, oder? Und nicht irgendwie, Freizeitkurse belegt werden, oder? Und das ist, glaube ich, schon entscheidend und der Arbeitgeber trägt einen großen Teil der Kosten. Das heißt, er bezahlt dann
jeweils den Mitarbeitenden auch große Teile dieser Weiterbildung. Und das gibt gegenseitige Anreize, schafft gegenseitige Loyalitäten. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte. Aber die Kultur zu kopieren ist sehr schwierig. Oder? Das ist wahrscheinlich die Kunst. Oder? Wie sieht das denn in Österreich aus, Herr Kocher? Ist da diese Ursprungsausbildung, duale Ausbildung ist ja in allen drei Ländern ähnlich, mit einem großen Engagement auch der Unternehmen. Aber was Herr Zücher gerade ansprach, diese Permeabilität, dass man es vielleicht auch im Berufsleben dann nochmal zurückgeht, die Rolle der Hochschulen dabei, ist das schon so, wie Sie sich wünschen würden, oder hat auch Österreich da vielleicht noch Möglichkeiten, das System auszubauen oder das gute Modell der Ausbildung noch mehr in der Weiterbildung zu nutzen? Ich glaube, es ist ein ganz entscheidender Faktor, um ganz ehrlich zu sein, wo wir noch auch ehrlich gesagt große Schritte machen müssen. Warum? Weil wir zwar ein sehr gutes System haben, was die Grundausbildung betrifft, und auch immer mehr Angebote, was die Weiterbildung betrifft, auch betriebliche Angebote, öffentliche Angebote, auch für Menschen, die arbeitslos sind, aber es ist noch nicht so in der Breite angekommen, wie wir uns das wünschen würden. Und es gibt immer die Abgrenzung, und das, glaube ich, ist auch sehr entscheidend, zwischen der betrieblichen Ebene und dem Bereich, wenn Menschen arbeitslos werden. Und gerade beim zweiten Bereich sind wir extrem kurativ unterwegs und viel zu wenig präventiv. Deswegen gibt es auch das Ziel der Europäischen Union, Weiterbildung massiv zu stärken. Wir haben uns verpflichtet, dass jedes Jahr 62% bis Ende des Jahrzehnts 62% der unselbstständig Beschäftigten eine Weiterbildung genießen. Das ist die Frage, wie man es genau definiert. Aber das muss noch viel breiter angegangen werden, als es bisher der Fall war. Und vor allem, glaube ich, brauchen wir Methoden, wie wir die Finanzierung sicherstellen, dass sowohl die Unternehmer ihren Anteil leisten, als auch die öffentliche Hand, und idealerweise eben damit Arbeitslosigkeit verhindert wird, nämlich rechtzeitig verhindert wird und nicht Arbeitslosigkeit entsteht in Bereichen, die vielleicht nicht mehr so gebraucht werden, und dann erst nach einiger Zeit diese Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen gesetzt werden. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wir haben in der Pandemie ein ganz großes Programm aufgelegt, die Corona-Job-Offensive, sehr viel Geld investiert in 2 Jahren, und wir sehen, dass das dazu beiträgt, dass wir jetzt tatsächlich eine viel geringere Arbeitslosigkeit haben als noch vor der Pandemie. Und Qualifizierung spielt eine große Rolle. Wir wissen aus österreichischen Daten, dass die Arbeitslosenquote, die im Durchschnitt jetzt Ende März, glaube ich, war 6,3% beträgt, dass alle Bildungsstufen eine geringere Arbeitslosenquote als 6,3% haben, also egal, ob das Universität oder berufliche Bildung, Lehre und Ähnliches, dass die Menschen, die maximalen Pflichtschulabschluss haben, eine Arbeitslosenquote von 20% haben, oder knapp 20% in Österreich. Und dieser Unterschied ist enorm, und da gibt es noch viel zu tun. Da hilft jetzt die Hochschule nicht so sehr, aber weil Sie es auch angesprochen haben, natürlich wird die Durchlässigkeit zwischen Hochschulen und anderen Angeboten auch wichtiger. Auch da haben wir sehr unterschiedliche Fördersysteme in Österreich. Es gibt Stipendien für Hochschulbildungen, auch dann, wenn man schon länger im Beruf gestanden ist. Da ist jetzt der Einsatz von Arbeitsmarktmitteln sehr beschränkt. Natürlich in der Pflege sehen wir gerade, dass das etwas aufgehoben wird. Also da ist einiges zu tun. Bisher waren die beiden Systeme nicht verbunden. Eine Sache, die wir haben, tatsächlich, glaube ich, hilfreich ist und wo man über die genaue Ausgestaltung diskutieren kann, und Deutschland tut das gerade, ist diese Bildungszeit, bei uns heißt das Bildungsgrenz oder Bildungsteilzeit, wo man aus dem Berufsleben 1-2 Jahre ausscheiden kann und gefördert eine Weiterbildung, Umschulung genießen kann, und relativ frei ist, das auch auszuwählen, über die Programme hinaus, die es gibt, nämlich aus der Arbeitslosenversicherung heraus. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht Lutz noch mal zu dir. Also wir haben jetzt viel gehört, ja, diese Weiterbildung, damit das auch passiert, da muss es auch so eine Kultur geben, sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern. Ihr müsst ja auch die Politik beraten, aber wie schafft man denn so eine Kultur? Wir haben schon gehört, das kann man eigentlich nicht kopieren, aber gibt es vielleicht doch Hebel, dass man das so ein bisschen fördern kann, dass das Verständnis dafür wächst, wie wichtig es ist? Ja, das ist wirklich der entscheidende Punkt, ja. Und vielleicht kann man mal ja einen Punkt anbringen. Vor 20 Jahren habe ich auch schon mal einen Vortrag gehalten, wie kann man das ändern? Und ich habe immer damit angefangen,
dass ich gesagt habe, was wichtig ist in den Briefmarken. Das ist heute nicht mehr der Fall, aber es gab damals eine Briefmarke, da stand drauf, und es ergeht ein Beschluss, dass man etwas lernen muss, aber lernen kann man Gott sei Dank ein ganzes Leben lang. Und das ist es eben nicht, sondern das genau, was Herr Zürcher gesagt hat. Es muss dann eben auch mal ein bisschen zackiger gehen und man muss irgendwie mal den Wettbewerb spüren. Also insofern glaube ich schon, dass man da noch was tun kann. Aber ich sehe schon im Moment auch noch ein anderes wichtiges Problem an der Stelle. Und das ist doch, dass es viele Arbeitskräfte gibt, die sich sozusagen in der Zitronenpresse fühlen. Ja, also die einfach zu viele Anforderungen sehen im Moment für sich, vielleicht auch einfach nicht genug gelernt haben, mit diesen verschiedenen Herausforderungen zurechtzukommen, das auszubalancieren. Und dann kommt noch einer aus der Uni und sagt, ihr müsst mir Weiterbildung machen. Also dass man dann nicht die große Begeisterung erntet, ist auch klar. Ja, also insofern ist es schon sehr wichtig, das noch ein bisschen besser rüberzubringen, aber eben nicht mit diesem mit dem erhobenen Zeigefinger. Und das ist ganz schön schwierig. Also da gibt es noch viele Beispiele. Und als Ökonom würde ich natürlich immer schon sagen, wichtig ist immer, dass die Anreize stimmen. Und das ist nicht die einzige Voraussetzung, die man erfüllen muss, aber es ist eine wichtige Voraussetzung, die es eben doch nicht immer erfüllt, weil oftmals dann Weiterbildung ein Stückchen weit ins Leere läuft. Und das darf eigentlich nicht sein. Und das wäre etwas, wo man sofort ansetzen könnte. Und wir sind unter zeitlichem Druck. Wir haben durch die Pandemie 2 Jahre mindestens verloren an dieser Ecke. Und insofern muss man jetzt wirklich alles tun, was nur geht, um an der Stelle aufzuholen, um besser zu werden. Und auch gerade jetzt, wenn wir dann mal hoffentlich einen Wirtschaftsaufschwung haben und nicht, was auch viele erwarten, eine rezessive Phase, dann wird es wieder nochmal umdringlicher Fachkräfte benötigt. Und dies müssen wir irgendwie organisieren. Und ich glaube, wir haben heute eine ganze Menge gelernt, was da Hebel sind. Ja, apropos Hebel, sind fast am Ende, aber zum Abschluss vielleicht nochmal eine Frage an dich, Gabriel, die direkt auch an dich aus dem Publikum kam, nämlich du hattest genannt, Politik muss was tun, Unternehmen muss was tun, aber auch Gesellschaft muss sich da irgendwie drauf einstellen, auf diese neue Arbeitsmarktsituation, die Arbeitsmarkttrends. Was ist denn das speziell, was die Gesellschaft da tun kann? An wen hast du gedacht? Und ich gebe vielleicht nochmal, ich nudge ein bisschen mit einer anderen Frage. Verena Regent hatte gefragt, ja, die Flexibilität der Arbeitgeber in Notsituationen, das muss auch Männern, insbesondere Vätern zugestanden werden. Spielt das vielleicht auch eine Rolle, wenn wir jetzt nochmal an die hohe Teilzeitquote denken bei Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz? Ja, das passt super, Nicola, die letzte Frage, weil das meine ich ja mit Kultur. Ich glaube, das meinen wir mit Kultur. Nicht? Also, dass wir sehr viel, dass sich hier sozusagen alte Stereotype noch tummeln, nicht? Das Rollenverständnis Mann, Frau, die Frage, wie man Beruf und Familie vereinbart, nicht die Frau zu Hause, der Mann im Job, das ist immer noch sehr präsent und das ist eine kulturelle Frage. Ja, das hat sich schon sehr, sehr geändert. Nicht? Also ich glaube, in unserer Generation haben wir das ja beobachten können. Aber wir sind noch nicht am Ende in diesem Prozess und wenn man jetzt den Blick weitet, haben wir ja getan in eurem Impulsreferat, dass nicht nur die Dachländer Skandinavien zum Beispiel ansieht, dann kommt man am Ende schon, glaube ich, zum Schluss, dass da gibt es große kulturelle Unterschiede. Oder auch Frankreich oder innerhalb Deutschlands Ostdeutschland versus Westdeutschland. Nicht? Also, und das meine ich mit kulturellem Wandel, dass jetzt eben auch diese tradierten Bilder mit den neuen Gegebenheiten auf dem Arbeitsmarkt stärker in Konflikt geraten, als das bisher war. Und auch andere sozusagen alte Zöpfe, glaube ich, muss man überlegen. Wir haben gerade über das duale Ausbildungssystem gesprochen, das ein echter Asset ist in den Dachländern, das hat immer auch Nachteile, nicht? Wenn man sehr früh einen Bildungsabschluss bekommt und dann soll man noch 40, 50 Jahre arbeiten in einer sehr schnelllebigen Welt, muss man, glaube ich, in Frage stellen, also der Stolz auf das duale Ausbildungssystem, aber auch das muss überlegt werden, ob es noch zeitgemäß ist. Oder auch andere, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, dass die Frage sozusagen der
des Steuerrechts, die eine große Rolle spielt. Auch das ist so kulturell angelegt, nicht? Oder, und das sind dann sozusagen Prozesse, die Zeit brauchen, das wissen wir, aber die wahrscheinlich fundamental sind, damit Politik auch sozusagen die Unterstützung bekommt für die Reformen, die notwendig sind. Ohne den breiteren gesellschaftlichen Wandel ist das ja ist das schwierig. Ja, vielen herzlichen Dank. Da sind wir in die eher weicheren Strukturen der Kultur jetzt am Ende gekommen. Aber man kann sicherlich auch sagen, wie Lutz Bellmann sagte, da die Anreize können da auch eine große Rolle spielen, ob die Institutionen da sind, wie zum Beispiel Kinderbetreuung. Ich habe unheimlich viel gelernt in den letzten 3 Stunden, 1,5 Stunden, Entschuldigung. Ich wünschte, es wären 3 Stunden gewesen. Und ich fand das ganz toll, die 3 Länder, die Nachbarländer, die deutschsprachigen zu vergleichen. Ich glaube, wir könnten wirklich noch weiterreden, weil zum Beispiel die steuerlichen Fragen, das ist auch nochmal ein Thema. Die Bildungskarenz, Bildungsteilzeit, aber wir haben leider keine Zeit mehr. Ich hoffe, dass ich vielleicht in der Zukunft noch mal Gelegenheiten ergeben. Vielen Dank, Herr Arbeitsminister Kocher, Staatssekretärin Gebers, Frau Staatssekretärin in Neichenfleisch ist schon weg, aber Herr Zürcher, bei Ihnen bedanke ich mich sehr herzlich und auch Gabriel, Lutz und Monika. Alles tolle Beiträge auch von unserem Publikum und ich wünsche allen noch einen wunderbaren Tag und weiter lebenslanges Lernen voneinander, wie ich hoffe.